So, dann brechen wir da mal ein und befreien ihn. Nee, dich wollte ich nicht. Oh, gefährlich. Oh nein. Kann man mal dicken. Nehmen. Egal. So. Und ich kann mir jetzt so aufnehmen. Nicht für dich. So, hopp. Wie haben die mich getroffen, also bitte. Ich würde mal am liebsten die Klinge ausrüsten. Leider haben wir es nicht unendlich geschafft. Zu gesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Mal gucken, wer den Schlüssel hat. Ich will leben! Scheiße! Nee, ne? Wie haben die mich entdeckt? So, du bist ins Wasser gefallen. Hast du den Schlüssel? Ja, hast du. Das rote da links in der Ecke gefällt mir gar nicht. Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Das ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneide ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Ich habe noch eine vierte Option. Wir befreien ihn einfach. Warte, wenn wir die jetzt... Ich muss mich auf die machst du mit? Vielleicht hast du Glück und nee, was du machst. Ich werde aber mein Bestes tun, damit das nicht passiert. Also ja, ja. So. Das war ja einfach. Wer seid ihr? Ethan Kenway. Zu hören geht's. Aber ich verstehe nicht. Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Wieder teleportieren? Warum nicht? Johnson erzählte von eurem Plan.
Wie es scheint, ist der Mann, der mich entführt hat, derselbe, den ihr sucht. Sein Name ist Silas Thatcher. Das ist unser Sklavenhändler? Vertraut nicht seiner Silberzunge. Eine teuflischere Kreatur habe ich nie gesehen. Könnt ihr mir von seinem Treiben erzählen? Er hat mindestens 100 Männer. Über die Hälfte sind Rotröcke. Nur für ein paar Sklaven? Kaum. Der Mann ist Kommandant der königlichen Truppen. Und er leitet das Southgate Fort. Dann müssen wir dort hinein. Lass mich nachdenken. Inzwischen kümmere ich mich um unseren letzten Rekruten. John Pitcairn ist unser Mann. Ich bringe euch zu. John Pitcairn. Und wieder teleportiert. Was ist euer Begehr? Neuer Rekrut. Frisches Kanonenfutter, hm? Dann rein da. Wie habt ihr das gemacht? Habt ihr vergessen, Sir? Ich stehe unter Befehl von General Brad. Wenn ich nicht für euch arbeite, natürlich. Warte, wir haben davor welche von denen umgebracht und jetzt kommen wir einfach so rein bei denen. Warum hat er davor seine Bekanntschaft nicht ausgenutzt? Pitcairn, ihr Narr. Diese Taten sind verräterisch. Aber egal. Nennt mir einen Grund, warum ich euch nicht hier und jetzt töten sollte. Wolltet ihr euch denn ankündigen? Oder dachtet ihr, eure Ankunft bliebe unbemerkt? Erlaubt mir bitte eine Erklärung. Aber natürlich. Ich würde zu gerne eine hören. Ich bin nicht desertiert, Sir. Ich bin hier auf Commander Amhersts Befehl. Zeigt mir einen Brief mit seinem Siegel und euch bleibt der Galgen erspart. So etwas habe ich nicht. Die Natur meiner Arbeit, Sir, sie... Sie wird besser nicht zu Papier gebracht. Haytham. General Braddock. Ich sollte wohl nicht überrascht sein. Wölfe wandern auf dem Rudel. Master Pitcairn wird nur für ein paar Wochen weg sein. Ich bringe ihn zu seinem Posten zurück, wenn unser Werk vollbracht ist. Zweifellos das Werk des Teufels. Schlimm genug, dass meine Vorgesetzten mich Charles für euch abstellen ließen. Von diesem Verräter war nie die Rede. Den bekommt ihr nicht. Edward, seid doch vernünftig. Wir sind hier fertig. Geleitet die Herren hinaus. Tja, das lief nicht ganz wie erwartet. Kaum zu glauben, dass ich ihn einst Bruder nannte. Was nun? Sie werden uns verjagen, wenn wir umkehren. Das war's hier für uns. Wie es das Glück will, für Sie auch. Kommt mit. Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn zu entführen. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Sonne scheint er nicht zu sein. Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlborough. Gute Frage. Die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser. Unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familie zu ernähren. Komm, nein, Was hat der denn da gemacht? Warum ist er nicht hochgeklettert? Was plant ihr jetzt? Master Pitcairn, Sir. Nein. Was? Ihr werdet sehen. Nun, wenn ich das Signal gebe, lenkt ihr Braddocks Patrouille ab und lockt sie in eine Sackgasse. Nein, ihr wollt mich nicht entdecken, ey. Thank you.
Wo sollen wir als nächstes hin? Vielleicht auf die Marlboro. Nein, die Bewohner sind zu zufrieden. Schöne Häuser, ein unbeschwertes Leben. Was ist mit Lynn oder Ship Street? Ja, den Neuankömmlingen steht das Wasser oft bis zum Hals. Die werden viel eher jede Gelegenheit ergreifen, um ihre Familie zu ernähren. Ja. Kenway, bitte mach jetzt nichts Dummes. Die Steuerung ist aber ein bisschen komisch. Manchmal macht er einfach nicht das, was er machen soll. Hoffentlich wird mir das nicht so oft passieren. Jetzt! Als ob er dich gehört hat. Ihr allesamt. Ich spucke auf euch und euren Krieg. Ihm nach! Super. Lass den gehen, Edward. Ach, ihr wieder. Lasst uns gehen. Und John Pitcairn mit uns. Meine Autorität lasse ich nicht untergraben. Ich auch nicht. Legt sie alle in Ketten. Das hättest du wohl gern. Dreierkommen soll ich hinlegen. Eins, zwei und drei. Ja, es war doch ein Dreierkommen, oder? Das war ein Dreierkommen. Diesem Narrenplan an und liegt ihr irgendwann gebraucht. Ich vermute, ihr habt gute Gründe für diesen ganzen Wahnsinn. Was versprecht ihr euch von mir? Ich erkläre alles auf dem Weg. So. Jetzt haben wir alle Leute und können unseren Plan vollführen.